Fahrt richtig zur See mit dem eigenen Boot. Und was ist da passiert schon auf der ersten Fahrt? Ich habe gehört, da ging es nicht allen so gut, ne? 10 Stunden auf hoher See. Nicht für alle das reine Vergnügen. Jetzt hier, verstehst du? Mit diesem Schiffkauf haben wir natürlich schon eine Menge witzige Sachen erlebt. Wir haben so verschiedene Kameraleute, die uns so bei den Steelbuddies auf der ganzen Welt begleiten. Und da sind auch schon ganz viele echt eingeknickt. Aber du hast verstanden, dass wir den Film gerade gezeigt haben, ne? Ja. Guck, haben wir mal mitgebracht. So, der Gabor ist eigentlich jemand, der die ganze Zeit immer wirklich durchhält, auch wenn wir tagelang durch Amerika fahren und alle anderen normalerweise heulen nach Hause wollen. Aber der Gabor, ne? Komm mal her, Gabor. Ah, ja. Der Gabor. Guck mal, unser Lieblingskameramann. Ne? Unser Gabor. Mit zur See fahren hat er dann rausgefunden, so 10 Kilometer vom Hafen entfernt, dass das nicht seine Sache ist. Was meinst du, was passiert, wenn wir aufs offene Meer fahren? Da gibt es auch kein Zurück. Weil jetzt ist es ja immer noch so, dass du rausgucken kannst und sagst, also wenn das jetzt hier alles schlecht wird, ne, dann schwimme ich halt die 3 Kilometer bis dahin. Und es geht 40 Meter tief und dafür habt ihr was vorbereitet, ne? Es geht 40 Meter tief. Es ist natürlich alles voll mit Schlamm. Und der Klotzki hat mir das Tauchgerät umgebastelt und hat mir einen Unterwasserstaubsauger gebaut. So, und den probieren wir wohl gleich aus, ne? Am besten. Wolltest du die Badehose anziehen? Nee, am besten schäle ich mich mal kurz in den Tauchanzug, ne? Ja, wir haben jetzt alles sauber. Vergaser ist schon wieder drin. Tank bauen wir als nächstes ein. Nun sollte das eigentlich jetzt so in der nächsten kurzen Zeit sich hier drinnen anhören wie ein Rasenmäher. Wollen wir hoffen, dass das so ist. Piet, was meinst du? Wie lange dauert das noch, bis er läuft? Ja, maximal. Und dann gibt's für uns ein kaltes, ne? Ja. Genau. Genau. Das ist ein Trockentauchanzug. Weil das Wasser, da wo wir tauchen, ist natürlich kalt. Nass will da keiner werden. Deswegen hast du so einen Trockentauchanzug. Und deswegen bist du auch froh, dass du eine Vollgesichtsmaske anziehst. Aber eigentlich dachte ich, deine Werkstätten sind voll. Wieso hast du, dafür hast du noch Zeit für Schatzsuche oder wie? Ja, Alter, pass auf, ich bin jetzt 52. Entweder ich mache die scheiß Schatzsuche jetzt oder einfach nie. Oder? Weil es sich lohnt oder warum? Weil es sich lohnt und weil es geil ist. Oder? Ja, gib mir mal eine Idee. Von welchem Wert reden wir hier? Von was? Wir reden über alles Geld der Welt. Dein Mikro holst du noch raus? Denn wir brauchen ein Mikro. Kannst vergessen. Hol dein Mikro raus, bitte. Wie soll ich denn ein Mikro rausholen? Hol dein Mikro raus. Oben drüber. Nimm, gib mir dein Mikro. Oben drüber. Das geht nicht. Ja, okay. Du gehst manchmal schlecht mit uns um, ne? Und das haben wir auch mal dokumentiert. Da haben wir auch einen Film, den würde ich jetzt gerne mal sehen. Seit 2014 reist das Tri-Team mit den Steel Buddies um die Welt. Von Kontinent zu Kontinent. Von Mendig bis Peterslar. Eine enge Zusammenarbeit, die beide Seiten immer wieder fordert. So, wir müssen jetzt einfach anfangen. Können wir das machen? Alles klar. Hau ab! Ist das, läuft das da? Das läuft, natürlich läuft das. Aus. Und jetzt f*** dich, wenn du mich fragst, was es kostet. Nächste Frage. Kannst du andere Sachen... Ja, ich kann das schon sehen. Nächste Frage. Andere Sachen sagen als f*** dich? Halt doch mal, warum hältst du nicht einfach die Schnauze? Wolf, geh mir nicht auf den Sack mit so einem Schwachsinn jetzt. Ja, aber so, warum das dann alles filmen? Immer nah dran an Menschen und Geschichten. Oh, Alter, mach langsam. Ja, als ob man hier irgendwas langsam machen könnte. Ja, jetzt fall da noch runter und brich dir das Knie. Der Schrei mich dabei doch nicht an. Und bei allem Nachdruck immer schön höflich bleiben. Das habe ich doch eben schon gesagt. Mach doch jetzt einfach mal. So. Warte, guck mal, jetzt sind es nur noch die. Nein, nee, genau nicht. Jetzt doch? Sind nur, weiß ich. Warte. So. Ja, ich warte. Nein, nee, komm hier. Ja, ich warte unten im Büro. Das sind Fragen. Nein. Michi, nur noch die Frage. Nein. Alter, Paula, wir haben noch gar keinen Plan. Was schreibt er? Wir haben noch keinen Plan. Nein, ich sag's einfach nicht. Ihr macht mich sauer. Bla, 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 bla. Das werde ich gleich zum ersten Mal sehen. Paula, warum müsst ihr so ein... Warum müssen wir so terroristisch sein? Ich weiß auch nicht. Das ist unser Job. Die Frage ist mir zu bescheuert. Stell mir die einfach nicht. Mach weiter.
Bitte, Paula, weißt du was? Entweder du kaufst das, ich bin total nett. Nein, nett. Ja, ich bin total nett. Nee. Doch. Nein. Weil, halt einfach mal die Klappe, Wolf. Sonst machst du mal 20 Mille Verlust, Alter. Es sind fünf Mickey-Maus-Scheiße, die die zusammensetzen mit irgendwelchem Mist. Komm mal hier hin. Nein. Alter, komm hier hin. Wo ist der Ring? Komm hier. Der Tiger springt nur durch den Ring. Alter. Jetzt mach die bitte noch kurz. Jetzt sperr dich doch nicht Nein, so. Nein, ich kann wirklich. Stört. Halt einfach die Klappe. Alter, es ist mir scheißegal. Die können das kündigen dafür. Ich mach das nicht. Wir hauen jetzt hier ab. Nein, bitte. Nein, wir hauen jetzt hier ab, Alter. Ich hab keinen Bock im Nachtelandung. Wir fahren jetzt auf der Stelle los. Ich mach das jetzt nicht. So. Am Ende sitzen sie alle in einem Boot. Oder einem Panzer. Oder eben einem Flieger.